Hey mein Freund, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute will ich dir drei Flirtsignale mitgeben, an denen du erkennen kannst, dass die Frau von dir angesprochen werden will. Das erste Flirtsignal ist, wenn sie Augenkontakt mit dir hält. Augenkontakt mit Männern zu halten, ist eins der offensichtlichsten Flirtsignale für Frauen, für uns Männer manchmal nicht. Und die Frau hält eben Augenkontakt mit dir, um dir zu zeigen, hey, sprich mich an. Das ist wie eine Einladung an dich. Ich war letztens in der U-Bahn, habe in der U-Bahn gesessen und da saß mir eine Frau gegenüber im Seahawks-Trikot, im Seahawks-Football-Team-Trikot und ich bin Patriots-Fan und ich war so, ah, okay, interessant. Das passt ja schon mal von der Teamdynamik her. Und dann habe ich sie angeguckt, habe in die Augen geschaut und sie hat mich angeguckt und hat sofort weggeguckt. Ja, ist schon mal ein starkes Zeichen, wenn sie dich anguckt und sehr schnell, also sehr reaktiv wegguckt. Nicht, dass sie dich anguckt und dann so ganz langsam wegguckt, sondern sie guckt dich an und guckt schnell weg. Ganz starkes Zeichen dafür, dass Interesse vorhanden ist. Und das hat sie eben noch ein paar Mal wiederholt. Sie hat mich noch ein paar Mal immer wieder angeguckt, wieder weggeguckt. Und das hat sie die ganze Zeit gemacht. Und es war mehr als offensichtlich, dass sie eben von mir angesprochen werden wollte. Und dann bin ich eben raus und habe sie angesprochen. Und der Punkt an dieser Sache ist, das sind die Chancen, die du wirklich nutzen musst. Die Chancen, wo die Frauen dir Signale geben, sie anzusprechen, das sind die Chancen, die du auf jeden Fall mitnehmen solltest, weil daraus kann sich eben sehr schnell was ergeben. Das ist ja auch ganz logisch, denn wenn eine von den beiden Parteien schon mal interessiert ist, dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dass man zusammenpasst. Wenn du eine Frau siehst und denkst dir, wow, die gefällt mir, solltest du natürlich auch hingehen, weil du ja schon interessiert an ihr bist. Genauso ist es andersrum. Die Frau guckt dich also an, um dir so ein bisschen das Signal zu geben, hey, sprich mich an. Und wenn sie das wiederholt, wenn sie das ganz oft macht, dann ist es eben ein ganz starkes Zeichen dafür, dass dir sagen sollte, hey, okay, sprich mich an, deswegen schaue ich dich an. Ja? Wenn sie dich anschaut und schnell wegguckt, wenn sie dich anschaut, wegguckt und nochmal hinschaut, das ist auch so ein ganz starkes Zeichen dafür. Oder wenn sie dich anschaut und dich dann einfach nie wieder anschaut, wenn sie einfach immer so deinem Augenkontakt ausweicht, das kann auch ein Zeichen dafür sein. Generell, häng dich nicht zu sehr daran auf, was Zeichen sein könnten, dass die Frau angesprochen werden will. Sprich sie einfach an, denn am Ende des Tages kannst du dir nie sicher sein, ob sie angesprochen werden will. Aber wenn du sie ansprichst, dann weißt du es genau. Der zweite Punkt ist die Position ihres Körpers. Das ist auch eine sehr eindeutige Sache, denn wenn die Frau dir ihren Körper öffnet, dann kannst du davon ausgehen, dass Interesse besteht. Plus die Tatsache, dass wenn sie sehr nah an dir steht, dann eben auch. Angenommen, du bist im Club und eine Frau tanzt immer in deiner Nähe. Ja? Der Tanzfloor ist völlig frei und sie tanzt irgendwie immer so in deiner Nähe, ist immer irgendwie da, wo du gerade bist, dann ist das ein sehr starkes Zeichen dafür, dass sie die Möglichkeit schaffen will, von dir angesprochen zu werden. Und Frauen sprechen uns Männer eben meist nicht von sich aus an. Das passiert auch manchmal. Es ist mir tatsächlich ein einziges Mal passiert und ich habe schon über 1000 Frauen angesprochen und ich wurde ein einziges Mal zurück angesprochen. Ein einziges Mal. Das heißt, darauf kann man sich im Grunde nicht verlassen. Und wenn die Frau also in deiner Nähe ist und du merkst so, okay, sie ist immer wieder so ein bisschen in meiner Nähe, sie tanzt immer in der gleichen Gegend, wo ich bin, obwohl hier auch genug Platz wäre. Gleiches gilt im Café zum Beispiel. Wenn du im Café bist, du setzt dich an den Tisch und eigentlich ist alles frei und die Frau setzt sich an einen Tisch in deiner Nähe, es ist einfach ein Zeichen dafür, hey, okay, das ist jetzt meine Einladung, bitte sprich mich an. Frauen machen das halt eher so ein bisschen subtiler. Und wenn du mal im Alltag unterwegs bist und so ein bisschen mehr auf diese versteckten Zeichen achtest, dann wirst du überrascht sein, wie oft sich eine Frau eigentlich wünscht, dass du sie ansprichst. Denn das passiert sehr, sehr oft. Frauen machen das eben nur etwas subtiler. Du kennst das, wenn wir Männer eine Frau angucken, dann gucken wir uns das Gesicht an, dann gehen wir so mit den Augen runter und wieder hoch. Und bei der Frau läuft das ganz anders, denn die Frau hat nicht so einen Tunnelblick wie wir Männer. Die Frau kann alles sehen, was sie sehen will, ohne diese auffälligen, ich guck mal nach unten und wieder hoch. Arsch, Titten, oh, Gesicht. Das macht die Frau eben nicht, weil sie das gar nicht, das braucht sie nicht. Sie hat nicht so einen Tunnelblick, wie wir Männer das haben. Der hat sich damals entwickelt in der Wildnis, wo wir halt mit diesem Tunnelblick jagen mussten. Die Frauen hatten das eben nicht, weil sie das nicht brauchten. Also, denk dran, wenn eine Frau sich in deiner Nähe aufhält, immer wieder da ist, wo du gerade bist, ziemlich klares Zeichen dafür, dass du sie ansprechen solltest. Das dritte Zeichen ist, wenn die Frau, ganz egal in welcher Umgebung, sei es Club, sei es im Café und so weiter, wenn sie ständig an sich selbst rumfummelt, wenn sie sich, du kennst es, durch die Haare geht, wenn sie ein bisschen an den Kleidern rumzupft, um sich halt die Kleidung richtig zu richten, das sind alles Zeichen, die dir einfach sagen, hey, ich möchte gut für dich aussehen, wenn du mich gleich ansprichst. Ja, das sind alles so Zeichen, so, ah, ich mache mich mal ein bisschen schick, ein bisschen fein.
Natürlich kann es auch mal sein, dass sie ihre Haare einfach legen will, aber wenn sie das halt wiederholt macht und das am besten, und meistens machen die Frauen das, meistens kombinieren die Frauen das noch mit Blicken in deine Richtung, wenn diese beiden Sachen zusammentreffen, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass wenn du die Frau ansprichst, sie sich freuen wird, weil sie eben schon erwartet hat, dass du sie ansprechen wirst. Ich fasse nochmal alles zusammen. Der erste ist Blickkontakt. Ja, wenn die Frau Blickkontakt mit dir hält oder Blickkontakt mit dir aufbaut oder dich anguckt und scheu wegguckt und das immer wieder wiederholt, ist das ein sehr eindeutiges Zeichen, dass sie von dir angesprochen werden will. Die zweite Sache, wenn sie sich in deiner Umgebung aufhält, wenn sie im Club oder im Café nah bei dir tanzt oder nah bei dir sitzt, obwohl auch woanders Platz wäre oder sich generell viel in deiner Umgebung aufhält und, sagen wir mal, den Körper dir öffnet. Ich meine, wenn sie tanzt und irgendwie immer nur mit dem Rücken zu dir sitzt, zu dir steht, oder wenn sie im Café sich mit dem Rücken zu dir hinsetzt, dann ist es wieder so, okay, ist ein bisschen komisch. Normalerweise setzen die Frauen sich dann aber auch so hin, dass du theoretisch mit ihnen Augenkontakt aufnehmen könntest. Und Frauen kombinieren eben diese Signale. Sie setzt sich dann quasi in deine Nähe und fängt dann auch ein bisschen an, mit dir Augenkontakt aufzunehmen. Vielleicht macht sie dann noch den Hairflip und dann weißt du ziemlich genau Bescheid. Und das ist eben auch die dritte Sache, wenn sie viel an sich selbst rumspielt. Hairflip, wenn sie die Kleidung richtet. Das sind einfach ganz starke Zeichen davon, dass sie dir sagt, hey, pass auf, ich möchte angesprochen werden. Und dann solltest du auch den Mut haben, hinzugehen und sie anzusprechen. Wenn du lernen willst, wie ich es geschafft habe, in einer Woche, wohlbemerkt in einer Woche, fast 10 Dates zu haben, das war mal eine ganz starke Woche von mir, dann lad dir mein gratis E-Book runter, das findest du da oben in der Ecke, einfach auf das Bild klicken, der Link ist auch nochmal in der Beschreibung, in 5 Schritten bis zu 10 Dates die Woche. Ich muss dich aber warnen, 10 Dates die Woche sind halt sehr, sehr anstrengend, du willst es sicherlich nicht jede Woche machen, aber es ist schön, wenn man die Möglichkeit hat, das zu machen. Man möchte es auf keinen Fall jede Woche machen, es ist sehr anstrengend. Ja? Irgendwann reicht es auch, wenn du zum Beispiel 3 Dates die Woche hast mit Frauen, die dir wirklich gut gefallen. Aber wie gesagt, wenn du das lernen willst in 5 einfachen Schritten, kann für jeder, also ist für jeden Mann nachmachbar, dann tick einfach da oben draufklicken. Da kommst du auch in meinen E-Mail-Verteiler und wirst regelmäßig Informationen und neue Tipps und Tricks von mir bekommen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist. Bis dahin, ciao.